immer großes Angstpotenzial in der Bevölkerung schürt, weil einstehende Männer, das was ausgesprochen haben und auch recherchiert haben wir Platz in Kindergarten und Schule, denn diese Plätze haben wir zur Verfügung zu stellen. Es geht sich knapp, aber es geht sich aus und auch deswegen auch darauf gedrängt, dass wir eher Familien bekommen und eher von der Nationalität der Syrer und Iraker und auch auf dieselbe Sprache sprechen. Und natürlich in der Betreuung ist es einfach besser, wenn man quasi die Betreuung in einer Sprache mit Arabisch anbieten kann, als wenn man dann wieder hin und her wechseln muss. Es hat aber parallel immer wieder dazu mit den bereits aktiven Menschen in der Flüchtlingshilfe gegeben, von Gemeindeseite her, indem man mit der Frau dieser Schäfer, mit der Frau Rausch, mit der Frau dieser Hirschul Gespräche geführt haben, wie geht es in den anderen Gemeinden, wie sind die Erfahrungswerte und auch was ist bei uns geplant, damit die sich auch vorbereiten können, weil wir natürlich darum gebeten haben, dass sie sich dann bei uns auch so zu kümmern. Parallel dazu haben wir dann mit einem Jugendfreund, der Genforscher der Universität ist und sehr viel in diesem Bereich macht und einen Syrer an der Hand hat, der in Deutschland studiert hat, der auch schon ein Programm zur Werteschulung und zum besseren Integration erarbeitet hat, um eben gleich im Vorfeld ein Angebot zu schaffen, wenn das mal kommt, dass wir dort auch ein Angebot haben in der Betreuung. Am 7.12. hat mich dann überraschend ein Anruf erreicht von der Fachabteilung Elfenland, dass die zweite Unterkunft jetzt besuchsfertig wäre und ich bereit bin, da die Endabnahme zu machen. Da habe ich mir nachgefragt, welche zweite Unterkunft. Ja, das war dann in der Müllausstraße, die sich jetzt eh schon umgesprochen hat. Ein Einfamilienhaus, das der Besitzer dort selbst nicht umgebaut und im September schon gemeldet hat. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht notwendig und auch nicht durch die Bürgermeister und die Gemeinden zu informieren. Deswegen habe ich bis zu diesem Zeitpunkt davon nichts gewusst. Es hat dann diese Unterkunftsbesichtigung am 18.12. stattgefunden und sie wurde vom zuständigen Herrn von der Bezirkshauptmannschaft für Ordnung befunden und hätte dann sofort bezogen werden können. Da ich dann beim anderen Anruf habe gesagt, wir haben am 4.1. einen Termin, wo die zwei Ärzte zur Verfügung stellen, das der Bevölkerung näher zu bringen, bitte ich darum, dass man den Termin des Bezuges zumindest so weit verschiebt, dass man die Bevölkerung informiert. Den Wunsch ist zum Glück nachgegeben worden, trotzdem war die besorgten Brüder aus der Müllausstraße dann am 22.12. in der Gemeinde, da haben wir mit dem Gemeindekassier und mir die Lage dort besprochen, sage ich einmal. Die meisten werden heute wahrscheinlich auch da sein. Ja, dann hat es auch noch ein sehr schönes Angebot gegeben von einem in der Nähe lebenden arabischen Mitbürger, der sich sofort bereitet hat, quasi dort auch Unterricht zu erteilen. Und wir haben ständig die Amtsleiter in Rücksprache mit mir mit der Fachabteilung genannt, telefoniert und wir haben heute am Vormittag noch einmal telefoniert und dort auch die Auskunft bekommen, die gesagt, ob es da so schief kann ich nicht garantieren, dass wir so viel Einheit dafür bekommen haben, dass eben auch in der zweiten Unterkunft in der Müllausstraße darauf Wert gelegt werden wird, dass wir Familie bekommen, nicht alleinstehende Männer, weil das Gerücht so schon gehört, dass wir klar gleich treffen, dass wir diejenigen, die quasi bei uns nicht bekommen haben, zu uns kommen. Also da haben wir alles getan, dass wir quasi, wir haben auch darauf gedrängt, dass wir dort auch die gleichen Nationalitäten kriegen und quasi die Betreuung in den Gasträumlichkeiten, also eben im Restaurant Kronhauser, vielleicht für alle gestalten können, würde doch die Möglichkeit bestehen, auch Deutschunterricht zu machen und so weiter. Wenn man dann in der Unterkunft die eine Nationalität und die andere hätte, dann würde sich das wieder schwierig gestalten. Ja, was haben wir jetzt noch geplant an den begleitenden Maßnahmen? Ich kann nur eben bei den Erfahrungen, als gehe ich davon aus, dass uns da unterstützt wird, dass uns die Freiwilligen aus dem Fahrverband im Ort genauso kräftig und toll unterstützen würden, wie sie das bisher in den anderen Gemeinden gemacht haben. Dann wird diese Schulung durch die den in Gase geschickten Syrer sichergestellt werden in Zusammenarbeit mit der Universität. Der Besitzer des ehemaligen Restaurants Kronhaus hat zugesagt, eine 50%ige Arbeitskraft auf seine Kosten einzustellen, die auch in diesem Haus wohnhaft ist, die Sprache mächtig ist und in den Nachbarortschaften schon die Leute betreut. Das heißt, da wird ständig jemand dort sein, der quasi ein direkter Ansprechpartner, auch ein Ersetzer sein wird, auch im Hinblick auch zu uns als Gemeinde.
Und dann ist uns natürlich eines noch wichtig, und da habe ich mich auch erkundigt, in diesem zeitlichen Ablauf in den verschiedenen Stellen beim AMS ist es leider nicht möglich, die Menschen von Anfang an zu beschäftigen. Das Einzige, was wir machen können, sie in soziale Projekte einzubinden, und das werden wir natürlich auch versuchen. Jetzt noch ein paar Dinge, die sich kurzfristig ergeben haben. Wir werden natürlich in der Milaustraße dafür sorgen, dass es eine anständige Beleuchtung gibt, die in diesem Bereich noch fehlt. Wir werden im Anschluss, sobald Flüchtlinge da sind, auch für Interessierte eine Begegnungsveranstaltung organisieren und darauf bilden, die Ängste abzubauen im direkten Kontakt. Und dann haben wir noch eine Bitte, bevor ich jetzt an den Herrn Hofer übergeben darf, dass wir im Anschluss, wenn jemand dann wirklich alle Anmerkungen hat, sich zu Wort meldet, dann mit dem Mikrofon zu ihm kommen, er kann dann alle Podium seine Fragen stellen. Ich bitte nur wirklich im Vorfeld schon darum, weil es ein sehr emotionales Thema ist, dass wir auf die Gesprächskultur achten und uns wirklich, egal von welcher Seite der ganzen Diskussion, wie sehe ich schon sehr lange vor, wenn man die sozialen Medien anschaut, die eine ausgewogene Mitte, dass es dann wirklich zu einer schönen Fragestellung kommt. Und darf ich schon vorhin dafür bedanken und das Wort weitergeben. Sehr geehrte Herr Präsident, Herr Bürgermeister, meine Damen und meine Herren am Podium, noch weniger Frauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Früher ist es ein bisschen leichter gefallen, da war ich zuständig für Feuerwehr und Rettungswesen, für den Katastrophenschutz, der Präsident, und die wir haben mehrere Katastrophen ordnungsgemäß bewältigt. Jetzt bin ich da als Flüchtlingsbeauftragter seit 1. September des vergangenen Jahres. Keine leichte Aufgabe, eine spannende Aufgabe, die ich möchte jetzt informieren über allgemeine Themen, die in diesem Zusammenhang durchaus aus unserer Sicht interessant sein könnten. Das Erste ist, ich möchte Sie mal informieren über alles, was mit dem Transit in Zusammenhang steht, wie sind die Flüchtlingsströme, was ist bis jetzt überhaupt in Europa, in Österreich, in der Steiermark passiert, dann wie schaut die Grundversorgung aus, das ist das, was Sie jetzt in die Woche erwidert werden, dann ein kurzer Abriss über die Situation der Jena, und dann stehen wir natürlich für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Jetzt gehen wir mal rüber, würden wir mal auch Begriffe kennen, Transitflüchtlinge, das ist ganz eindeutig eine Aufgabe des Bundes. Wir legen da alle sehr, sehr großen Wert darauf. Nicht, weil es am Anfang ein bisschen leicht chaotisch war, sondern es ist ursprünglich wirklich eine Aufgabe nach der Bundesverfassung, eine Aufgabe des Bundes. Und die Grundversorgung, also die Versorgung dieser Asylwerber, die bei uns um Asyl angesucht haben, das ist letztlich eine Aufgabe der Länder. Gehen wir zu den entsprechenden Themen. So arbeiten wir zur Bewältigung der Transitflüchtlinge. In erster Linie zuständig, wie gesagt, die Kunst in der Steiermark, die Landespolizeidirektion auf Bundesebene, das Innenministerium. Sie sehen da im Bundesministerium viele, die sogenannte siebene Lage. Da sind sämtliche Ministerien vertreten, plus österreichische Sozialarbeit, das Samariterbund und so weiter. Und bei uns in der Landespolizeidirektion, wir sitzen zusammen. Da sind dabei eben die Militärkommando, die Landeshauptleute, der Bezirkshauptmann ist da immer dabei bei diesen Lagen, Rotes Kreuz, ÖBB, Italien, das sind alle Organisationseinheiten, die wir benötigen, um diese Transitflüchtlinge ordnungsgemäß von der Situation her bewältigen zu können. Die Prognose, wie schaut das jetzt grundsätzlich aus? Ich folge einmal mit der Tür ein ins Haus. Wir haben derzeit festgestellt von diesen UNHCR, von der Europäischen Kommission, weltweit eine Prognose von 61 Millionen Flüchtlingen in etwa. 61 Millionen Flüchtlinge sind derzeit entweder in ihrem eigenen Land oder über die Landesgrenzen hinweg unterwegs. In Europa erwarten wir für das laufende Jahr 2016 bis zu 2,5 Millionen. Das sind offizielle Zahlen. Die kommen natürlich nicht alle Richtung Österreich, aber
grundsätzlich kommen sie Richtung Europa. So schauen die Ströme in etwa aus. Sie sehen es, die ganzen, das was blau ist, das sind die Todesfälle. Sie sehen im Mittelmeer insgesamt 2800 Tote. Sie sehen die ganzen Ankünfte, die ganzen Wege, die es gibt. Es gibt den Weg über Spanien, es gibt das Mittelmeer über Italien und den Großteil, der uns trifft, der geht über Griechenland. Das ist die sogenannte Balkanroute. Es gibt die Mittelmeerroute und die Balkanroute. Nur ein paar grundsätzliche Zahlen, wenn Sie das auch sehen, in welcher Dimension wir in Österreich betroffen sind. Die Aufnahme von Flüchtlingen in den unterschiedlichen Ländern. Sie sehen in der Türkei, 1,8 Millionen, Pakistan, Libanon, Deutschland kommt dann bereits mit 990.000, Iran und Österreich hat, in Österreich sind 609.000 Flüchtlinge im vergangenen Jahr angekommen und zum Großteil weitergereist Richtung Deutschland, Richtung Norden, Richtung Skandinavien. 609.000 war das. Die Europäische Union hat im vergangenen Jahr rund 1,039 Millionen Flüchtlinge in ihrer Gesamtheit gehabt. 1,039, das ist 2014, im Vergleichszeitraum waren es damals 282.000, also ein Anstieg mit 72%. Das hat also wirklich mit einer Völkerwanderung zu tun. So schaut es aus, ein paar Bilder aus dem Bereich unten vom Spielfeld. Grenzübertritte, das vergangene Jahr und in diesem Jahr. Sie sehen oben, ich habe es mir jetzt aufgeführt, Spielfeld 155.000, Bad Ratersburg 50.000, also insgesamt 204.000, sind in die Steiermark gekommen. Und natürlich zum Großteil wieder weitergereist. Allein im November waren es 111.000, im Dezember 6.000 ist abgehängt, weil bei uns an den Grenzen Spielfeld in die Umbauarbeiten waren. Und im Jänner 2016 geht das Ganze über Kärnten, bis Spielfeld fertig ist. Und heuer, also in diesen vier Tagen oder in diesen drei Tagen, heute ist noch nicht dabei, waren es also 7.000. So ist der Plan. Sie sehen, das ist das Zentrum unten in Spielfeld. So schaut es aus dem Bereich des Hubschraubers aus. Ein paar Kapazitätsmeldungen, nur damit Sie sehen, in welchen Dimensionen wir da tätig sind. Wo bringen wir unsere Transitflüchtlinge unter? In erster Linie in der Steiermark haben wir die Aeroshopping-Halle in Graz. Berühmte Praktika-Halle, ist oft in den Medien, in der Metaphorenhalle und in Spielfeld unter einer Kapazität von bis zu 10.000, die in beheizten Zelten, beheizbaren Zelten untergebracht werden können. Also das ist die Größenordnung, die wir grundsätzlich haben. In Österreich gibt es insgesamt 52 Transitflüchtlingsquartiere mit einem Fassungsvolumen von 21.500 Flüchtlinge, was ich dann auch dazu sage, so Zeit gegeben, insbesondere im November des vergangenen Jahres, da hätten wir 28.000, 30.000 Plätze benötigt und dann ist man ganz einfach dazu übergegangen, dass man gesagt hat, wir transportieren die Flüchtlinge von Grenze zu Grenze und haben sie an die deutsche Grenze gebracht, weil man ganz einfach keine Transitaufnahmen mehr in unseren Lagern nötig hatte. So, ein paar Eindrücke. Jetzt gehen wir über zum Transportmanagement, ob wir sie da ein Gefühl bekommen, was ist in der letzten Zeit an einem bestimmten Tag, zum Beispiel herausgenommen, den 16. November des vergangenen Jahres. Da sind in Spielfeld und Ratersburg fast 10.000 Flüchtlinge angekommen an diesem Tag. So, dann 126 Busse im Einsatz mit 6.500 Flüchtlingen, 6 Sonderzüge mit 2.000 Flüchtlingen und an diesem Tag sind in Spielfeld 1.000 Flüchtlinge verblieben. Die waren dann am nächsten Tag natürlich bereits zur Abfahrt bereit
und es sind wieder Flüchtlinge natürlich nachgekommen. Nur damit Sie sehen, was alles einzusetzen war, um diesen Transport von Flüchtlingen im Rahmen des Transits durchzuführen. Insgesamt waren bis zu 180 Busse im Einsatz. Wer mal geschaut hat oder wer mal unten unterwegs war auf der Autobahn, wird sicherlich bemerkt haben, dass sie kürzer. Das ist eine Grafik, die ich auch mitgenommen habe. Das sind die Zahlen der Flüchtlingsaufnahme vom 21. November bis zum 21. Dezember, also ein Monat hindurch. Die Spitze war mit 6.436 Personen und Sie sehen, in welcher wellenartigen Art und Weise die Flüchtlinge zu uns gekommen sind, aufgenommen wurden und zum Großteil weiter transportiert wurden. Transportmanagement, habe ich schon gesagt, Grundversorgung. Jetzt geht man vom Transit weg in diese Ebene hinein, mit der Sie praktisch auch im Wesentlichen tätig sein werden. Nur Begriffe, weil es immer heißt, Genfer Flüchtlingskonvention, das ist die Grundlage, dass Österreich, wie alle anderen Staaten, die dieser Flüchtlingskonvention beigetreten sind, worum wir verpflichtet sind, da zu helfen. Aussetzung ist eine begründete Furcht, Verfolgung und auch zur Verfolgung wegen Rasse, Sie sehen es, Rasse, Religion, Nationalität und das Fehlen des Schutzes im eigenen Land. Das sind die wesentlichen Teile. Und der Unterschied, was immer heißt, Asyl und Migranten, nur damit Sie auch in diesem Bereich wissen, was los ist. Asyl, das ist Flucht, aus den Gründen, die oben angeführt sind. Migration ist Wanderung. Asyl ist Gefahr für Leib und Leben. Migration ist freiwillig. Das sind die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Und beim Asyl müssen die Leute weg und bei der Migration wollen die Leute weg. Weil das ist immer ein bisschen eine unterschiedliche Begriffsvermischung, nur damit Sie das einmal grundsätzlich wissen. Was sind Asylbewerber? Das sind Leute, das sind Flüchtlinge, die praktisch um Asyl in Österreich angesucht haben. Das können Sie bei jeder Polizeistation, bei den Sicherheitsbehörden machen. Die kommen dann einmal grundsätzlich in die Grundversorgung. In die Grundversorgung, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Die Asylberechtigten, da ist dieses Verfahren bereits abgeschlossen. Das Verfahren läuft bei einem Bundesamt, aus dem Bereich des Innenministeriums, jetzt auch mit einer Dependance in der Steiermark. Und diese Leute sind anerkannt. Anerkannte Flüchtlinge. Anerkannte Asylanten. Und dann gibt es noch, als hin und wieder auch so etwas als Begriff unterwegs ist, die subsidiären Schutzberechtigten, die sind Asylbewerber, die nicht praktisch anerkannt wurden und die jedoch aufgrund der Lage im eigenen Land nicht nach Hause können, die praktisch auf die Abreise warten, bis wieder zu Hause ruhiger wird. So, die Asylanträge, da habe ich Ihnen auch aufgeschrieben, das sind die aktuellen Zahlen. Weltweit gibt es Asylanträge des vergangenen Jahres rund 1 Million, das ist plus 78%. Und dann sehen Sie die Wertigkeiten herunter. Deutschland, Österreich ist mit 37.064 im ersten Halbjahr, im ersten Halbjahr, an 8. Stelle. Asylanträge in Österreich 2013, Sie sehen es, 17.000, 2014, 28.000, 2015 rechnen wir mit 90.000 bis 95.000 Asylanträge. Da noch ein offenes Wort, man muss davon ausgehen, dass ungefähr zwischen 55% und 60% der Asylanträge positiv abgeschlossen werden. Also ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte gehen da weg und das sind die anerkannten Flüchtlinge, also die Asylberechtigten. Kriegsflüchtlinge, auch ein offenes Thema, wie viel sind Kriegsflüchtlinge, wie viel sind die
Migranten oder die Wirtschaftsflüchtlinge, wir haben derzeit 75,3% aus den kriegsführenden Staaten. Also drei Viertel sind aus den kriegsführenden Staaten, davon haben wir 36% Syrer, 24% Iraker, 20% Afghanen und den Geschlechtern her aufgelistet 53% Männer, 16% Frauen und 31% Kinder und Jugendliche. Wobei es am Beginn so war, dass fast mit Masse hineingekommen sind. Jetzt haben wir es in den letzten Monaten also ausschließlich mit Familien zu tun, die zu uns kommen. Das ist der heutige Tag, da geht es immer um diese berühmte Quote. Sie lesen das in den Medien, Sie hören es im Fernsehen, die Quote, die Steiermark hat die Quote nicht erfüllt. Und deswegen haben wir zum Beispiel einige Objekte aufgedruckt, wie die entsprechende Halle um in Laubachshalle in Leoben. Warum? Wie schaut es grundsätzlich heute aus? Wir haben in der Steiermark heute 10.629 Asylwerber, der heutige Stand. Wir haben davon das UNF, das heißt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, das sind 497. Im Bundesbeheuerung sind, also das sind die Leute, die drüben sitzen am Straßenteig oder in den anderen Ebenen oder in anderen Lagern, wo bereits das Durchgriffsrecht in der Steiermark umgesetzt wird. Wir haben heute ein Minus von 461 Flüchtlingen, eine Quote von 95,84%. Das heißt, der Bund kann jederzeit hergehen und kann sagen, so, Steiermark hat das nicht erfüllt. Jetzt gehen wir wieder das Durchgriffsrecht an und wir konsultieren die Steiermark wieder mit dieser Möglichkeit der Flüchtlingsunterbringung. So schaut es auch im heutigen Bundesländervergleich. Wir sind an fünfter Stelle, an der Spitze Wien, das Jordan, kommen schon die Ebenen von Niederösterreich, das war in Niederösterreich, die zwei Skirchen dazu gerechnet. Damit sind sie immer bequem über der Quote. Aber Sie sehen, der Schlusslicht ist Tirol, die haben eine Quote von 88,36%. Deswegen auch in Tirol bereits eine Umsetzung des Durchgriffsrechts. Die steirische Strategie davon, wir sind immer davon ausgegangen, das war die Vorgabe für die Bezirkshauptleute, für die gesamten Ebenen, die in dem gesamten Grundversorgungsbereich arbeiten. Wir haben hier eine Ebene, dass man sagt, bei uns in der Steiermark soll das Durchgriffsrecht nicht zur Anwendung kommen. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil das Durchgriffsrecht bedeutet, ich sage es dann später noch, bis zu 450 Menschen auf einem Platz. Jetzt, wenn es eine Gemeinde trifft mit 2000 Einwohnern und es kommen auf einmal 450 Leute her, dann kann man sich vorstellen, was das für eine Belastung ist. Das wollen wir in der Steiermark. Das soll auf keinen Fall. Weil wir damit keine Möglichkeit haben, die Leute ordnungsgemäß, kurzfristig, mittelfristig zu integrieren. Dann, wir wollen die eine Quartiere haben, mittlerweile sind wir schon fünf aufwärts. Also Familie würde schon bei uns vollkommen akzeptiert werden, da sind wir schon sehr froh. Und Großquartiere liebe ich nur im wildesten Fall, dass unter Umständen wieder Flüchtlinge kommen in einem außerordentlichen Ausmaß. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie sich heute die Medienlage anschauen, der Ministerpräsident von Bayern, der Seehofer, spricht von maximal 200.000 für Deutschland. Dänemark und Schweden machen die Grenzen insofern nicht, dass sie alle überprüfen. Wir haben eine Möglichkeit unten praktisch nur ins Spielfeld das zu bringen. Es sind im Vorlauf in Serbien, in Kroatien, auch in Mazedonien entsprechende Abschottungen da. Also man bekommt schon langsam den Eindruck, als ob sich wirklich Europa schön langsam dazu bewegt, dass man hier wirklich Ordnung hineinbekommt. Entschuldigung, so, Grundversorgung. Nur damit Sie das jetzt einmal auch sehen, wie es in der Steiermark grundsätzlich ausschaut, der Bedarf an Betreuungsplätzen für uns, das
vergangenen Jahr, für das vergangene Jahr, hat den Ausfluss von 90.000. Es gibt in Österreich 90.000 Asylbewerber. Die Quote der Schreiber liegt bei 16,29%. Das bedeutet, für die Schaffung von 12.861 Plätzen. Heutigen Tag haben wir 10.000, also wir haben eine Differenz von 2.232 Plätzen. Das ist eine Vorgabe, die wir haben. Das ist eine Vorgabe auch mittlerweile des Bundes. Hat nichts mit der Quote zu tun, da wird man aufzeigen, wie die eigentliche Differenz ausschauen muss. Die Voraussetzungen für das Durchgriffsrecht, nur ganz kurz, das Durchgriffsrecht kommt dann zum Tag, wenn die Landes- oder Bezirks- oder die Gemeindequote nicht erreicht ist. Das heißt, der Punkt geht her, das Innenministerium schaut noch, in welchem Land ist der Bundesland, ist die Quote nicht erfüllt, in welchem Bezirk ist die Quote nicht erfüllt und in welcher Gemeinde über 2000 Einwohner ist die Quote nicht erfüllt. Dort können Sie, wenn Sie eigene Liegenschaften haben, entsprechend das Durchgriffsrecht zur Umsetzung bringen, können bis zu 450 Personen unterbringen. Oder, das ist auch des Öfteren der Fall, es gibt etliche Anfragen, wo Private sagen, ich habe einen eigenen Platz, biete das dem Bund an und so bitteschön, den Platz vermiete ich euch, damit ist der Bund verfügungsgerechtigt und stellt Container hin. Also das gibt es alles. Mit dem müssen wir derzeit rechnen. Sag aber auch ganz offen, weil der Bezirkshauptmann auch da sitzt, das, was im Durchgriffsrecht passiert ist, ist ein Bundesverfassungsgesetz, ist eine reine Durchbrechung der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung. Das heißt, es ist, kann man sagen, eine Notmaßnahme des Bundes, dass wir den Einwohner unterbringen. Und da muss ich dazu sagen, wenn ein Bund mehrwert und eine Bundesverfassung ändert, zulasten von anderen Kompetenzarten, dann ist wirklich Feierabend. Geltung ist vom 1. Oktober 15 bis 2018, Festlegung schon so 1,5% der Gemeindeeinwohner, maximal 54 Asylbewerber bei Gemeinden über 2000 Einwohner. Durchgriffsrecht in der Steiermark, derzeit, Semmering, das sind die entsprechenden, das sind die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge oben, dann die oben, Baumarkshalle, im Scheune gehört, Schwarzen Freizeitzentrum, sowohl in der Steiermarkhalle als auch in der Davisgarthalle, dann in Graz, in der großen Diskussion, vor Weihnachten Kirchenkaserne bekommen. Dann in Graz gibt es ein Pensionistenheim Ariane, wo der Bund auch extreme Härte zeigt und unbedingt haben wir, dass praktisch dort Asylbewerber untergebracht werden. Und in großer Diskussion im Bezirk Leibniz, in der Stadt Leibniz, der berühmte Hasenwirt, oben im Frauenberg, wo bis zu 150 Leute untergebracht werden sollen. Der Bürgermeister hat keine Möglichkeit dagegen aufzutreten, weil der Private das unbedingt machen möchte. Also nur damit wir da auch einmal klar sind, wie die Dinge grundsätzlich laufen. Wo auch zum Beispiel ein Bürgermeister, wo ein Bezirkshauptmann, wo eine Landesregierung keine Möglichkeit hat, wirklich einzugreifen. Da nutzt das Ganze intervenieren. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Man glaubt immer, wenn man, was er sieht, Bürgermeister kennt den Landeshauptmann gut und der wünscht das mit dem Innenminister machen, ist nicht. Das findet nicht statt. Da ist auch der Bund taub geworden und die Politik taub geworden. Dann in Limburg kommen momentan 73 Asylbewerber in Soll, bis zu 70 soll dazukommen, somit das von Kronhauser. Im Bezirk Graz und Umgebung haben wir derzeit ein Soll von 2.185 Asylbewerbern, wir momentan nur 1.035 im Gesamten. Es gibt Spitzengemeinden, zu denen wir auch Limburg gehören, und es ist grundsätzlich wert, in Graz und Umgebung
der Bezirkshauptmann wird dieser Sonne im Konzert der Bezirkshauptmannschaft. So, das heißt, wir haben natürlich viele Gemeinden, das habe ich in der Abhandlung erlebt, wo Flüchtlinge sind und wo das wunderbar funktioniert. Ich kenne viele davon, ich bin viele, viele draußen mit den Namen der 400 bei den Bürgermeistern, bei den Gemeinden dort. Wo Flüchtlinge sind, haben wir fast nie Schwierigkeiten. Also ein ganz einfacher Grund, weil das noch einen bestimmten Plan gemacht wird, der auch hier umgesetzt wird. Das erste ist, wir reden mal mit dem Bürgermeister. Das machen wir seit September. Bis zum September haben wir ganz einfach mit den Bürgermeistern nicht gesprochen seitens des Amtes und das ist natürlich da und dort an den Bürgermeistern vorbeigegangen. Jetzt haben wir die Bürgermeister ins Boot geholt und sprechen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Das nächste ist, wenn dann die Flüchtlinge kommen, dass man sagt, okay, man informiert vorher die Bevölkerung. Nicht erst dann, wenn alles viel zu spät ist in dem, sondern lassen vorher informieren. Dann eine komplette Kooperation mit Organisationen. Wirklich zum Beispiel, wird durchaus in vielen, vielen Gemeinden gemacht, wo man sagt, wir haben ungefähr, wir machen einen Verein. Dort ist ein Sammelbecken von Leuten, die dort helfen wollen, die freiwillig helfen wollen, die ehrenamtlich arbeiten wollen. So ein kurzes Beispiel, in Geisdorf, der Bürgermeister von Geisdorf hat etliche und sehr viele Asylbewerber drinnen in seiner Stadt und die umliegenden Gemeinden haben sich zusammengeschlossen dazu und wir bringen die Leute, die durchaus außerordentlich erfolgreich sind. Dann Forschung und der Asylbewerber, ganz Beispiel, in Fürstenfeld 40 Flüchtlinge auf einmal, die sind dann weitere noch dazugekommen, der Bürgermeister hat die Leute geschlossen, aber eingeladen in die Stadthalle, bumm voll, dann hat er die Leute aufgestellt auf die Bühne und sie vorstellen lassen. Man hat praktisch aus der Masse der Flüchtlinge Einzelpersonen gemacht. Und da sind die Leute draufgekommen, hoppla, da sind die Leute dabei. Erstens mal, wie sie ihnen gegangen sind, erklären sie, oh, da sind Leute dabei, von denen brauchen wir sie nicht fürchten. Wenn ich so fürchten, Angst haben. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist mir mal passiert in einer großen Diskussion im Bezirk Reitz. Da ist dann eine erfahrene Volksschuldirektorin, die schon längst in Pension aufstanden und hat was gesagt, was bei mir wie Honig angegangen ist. Also wir sind 2400 Einwohner. Wir gehen jetzt insgesamt 70 Flüchtlinge, so ungefähr wie da. Wovor flüchten wir uns eigentlich? Wir 2000, über 2000, gegen 70. Also, das sind schon Dimensionen und wenn wir in Österreich kommen, dann sagt, das ist alles furchtbar. Wenn man sich vorstellt, dass von den 90.000, die wir da wahrscheinlich erwarten, den Rauf in 2015, mehr als die Hälfte nur in Österreich bleibt, und man auch noch weiß, dass jene Asylwerber, die dann, wenn sie asylberechtigt sind, praktisch ihnen der Status eines Flüchtlings zuerkannt wurde, eines Asylwerbers, eines Asylberechtigten zugenommen wurden, also am Ende des Zulassungsverfahrens, dann gehen die meisten in die Ballungszentren. Es geht bis zu 80% mehr, die draußen außerhalb des Bundeslandes Wien sind, nach Wien. Sie gehen in die Zentren, dort haben sie ihre Freunde, dort haben sie Möglichkeiten. Also das sind auch Dinge, die man berücksichtigen muss. Und weil die Frage sicherlich kommt, wir gehen das aus viele Diskussionen, wie lange werden die allenfalls genutzt werden. Ich habe gesagt, bei den Syrern ist es so, die Syrer warten ungefähr ein Jahr auf den Bescheid des Bundesamtes, ob sie jetzt Asyl bekommen oder nicht. Ein Jahr. Bei den Afghanen sind es momentan zwischen 16 und 18 Monate. Also das ist der Zeitraum, wo man sagt, wie schön, helft uns dabei, dass wir die Leute der Asylbewerber ordnungsgemäß unterbringen und den irgendwo draußen in Freien übernachten lassen müssen.
So schaut es grundsätzlich aus. Natürlich sind notwendig, dass man Rechtsschlüsse organisiert. Es ist notwendig, dass man eine Beschäftigung für sich hat. Es ist notwendig, gesellschaftspolitisch, dass wir das und so. Wenn es uns kümmert, dann ist das und das und das machen. Das ist auch eine Voraussetzung. Das machen alle wieder so und das wird auch in Österreich so gehandhabt. Nur damit Sie jetzt sehen, was kostet uns das? Wir haben ein Landesbudget für Soziales von 385 Millionen. Wir werden in diesem kommenden Jahr 2016 allein für die Flüchtlinge, also für die Asylwerber, rund 60 Millionen ausgeben. Das ist jetzt eine Veranstaltung. Und das machen wir mit dem Geld. Wir bringen die Leute unter, das sind ja für die Papiergeber sind die Zahlungen zu leisten, für die Versorgung, für die Krankenversicherung, sie sind alle krankenversichert, Transport, für Schulbedarf, für die Begleitung und für allenfalls auch für die Rückkehr. Das sind die Leistungen, die die Länder zu leisten haben, die wir die Kosten mit seinem Verhältnis 60 zu 40, 60% Bund, 40% Land Steiermark zu bezahlen haben. Nur damit Sie das auch sehen, was wird da bezahlt. Es gibt zwei Möglichkeiten, vom Land organisierte Quartiere oder Quartiere, die selbstständig von den Asylbewerbern durchquert werden. Die vom Land organisierten, und das ist bei Ihnen ein derartiges, hat für die Vollversorgung 19 Euro pro Asylbewerber und 40 Euro Taschengeld pro Monat. Das wird ausgegeben. Die Masse bei uns in der Steiermark sind Selbstversorger, da wird ein Quartiergeber 12 Euro pro Kopf und Tag und Tag und der Asylbewerber kriegt 150 Euro praktisch pro Monat, dass er sich selbst versorgen kann. Das sind Zahlen, die bundesweit gegeben sind, aufgrund einer Verordnung der Bundesregierung. Das sind die selbstorganisierten Quartiere, da gibt es Mietkostenzuschüsse für Einzelpersonen von 120 Euro im Monat oder für Familien 240 Euro im Monat, Verpflegungsgeld für die Erwachsenen 200 Euro im Monat, für die Kinder 90 Euro immer im Monat und zusätzlich eben die Krankenversicherung, eine Begleitungshilfe für 150 Euro pro Jahr, Schulgeld 200 Euro pro Jahr, Fahrtkosten für die Schulbesuch und natürlich auch die Betreuung, was geschenkt wird. Das sind die Zahlen. Da schwirren immer Zahlen herum, dass der absonderliche Füll zu verdienen ist, wenn einer viel hat. Sicherlich, wenn ich da an den Straßenbereich denke, da ist sehr viel zu verdienen, das ist ganz klar. Aber bei den Quartieren, die wir im Wesentlichen kennen, ist das nicht unmittelbar der Fall. So, Aufteilung der Quartiere kommt schon zum Schluss. 11% sind selbst organisiert von den Asylbewerbern, 64% sind in organisierten Quartieren und durch Private, also durch das Land, und 25% sind die gemeinnützigen Träger, das Caritas, Jugendamtwerk und wie sie alle heißen. Von der Arbeit her gesehen, der Bürgermeister sagt, es besteht die Möglichkeit und die Absicht, sie zu beschäftigen. Das ist grundsätzlich, während des Verfahrens, bis sie zugelassen sind, also bis sie einen Asylbescheid bekommen und dann mindestens 3 Wochen nachher dürfen sie grundsätzlich nicht arbeiten. An dieser Schraube wird vom österreichischen Gesetzgeber gedreht werden. Da wird es unter Umständen noch Änderungen geben, dass sie möglichst rasch in den Arbeitsprozess kommen. Remuneration bedeutet, sie können für soziale Projekte angezogen werden, mit einem Absatz im Wesentlichen mit 5 Euro, 22 Stunden dürfen sie arbeiten, dass sie nicht mehr als 10 Euro verdienen. Dann gibt es noch Mitbeschäftigungsbewilligung, Erntearbeit und Saisonarbeit. Bei der Erntearbeit ist sie zeitlich grundsätzlich beschränkt.
mit 6 Monaten bei der Saisonarbeit in der Gastronomie zum Beispiel, 6 Monate mit Verlängerung, auch für die Lehrlinge, also für die Lehrausbildung, ist etwas vorgesehen. So, und ich bin jetzt fertig aus meiner Sicht. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, wir sind jetzt bei der Phase der Aufnahme und bei der Phase der Grundversorgung. Das heißt, dass die Dinge, die bei uns zum Asyl ansuchen, dass wir die ordnungsgemäß versorgen. Es gibt genügend in Österreich, Sie kennen das aus Wien, die Redusiger-Stadion, wo Hunderte in Kosten sind. Wir brauchen nicht weit weg über die Autobahn drüber, beim Straßenböhm 1311 mit heutigen Tag in diesem Zentrum drüben. Das muss man sich einmal vorstellen. Das sind Wochen, das sind Monate dort. Und das sind Dinge, die ganz einfach extrem belastet sind. Auf der anderen Seite ist der nächste Schritt die Integration. Das wird noch eine viel größere Herausforderung werden, dass die Flüchtlinge, die bei uns arbeiten, auch in die Bevölkerung von uns allen integriert werden. Klar ist es, brauchen wir sie, obwohl wir natürlich, das weiß jeder, Arbeitslosenzahlen haben von 450.000 in Österreich aufwärts, aber trotzdem, es wird notwendig werden, Wege zu finden, dass wir diese Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, die bei uns Asyl angesucht haben, die Asyl bekommen haben, dass wir die auch ordnungsgemäß versorgen. Danke vielmals und wir stehen natürlich für Fragen zur Verfügung.